Hier auf der Zugspitze kann man richtig gut rodeln. Und obwohl hier überall Schnee liegt und es entsprechend kalt ist, mein Popo ist nicht abgefroren. Denn dieser Bob hier ist aus Plastik. Und warum Plastik ein guter Isolator ist und warum verschiedene Stoffe sowieso Wärme unterschiedlich gut leiten, was dabei physikalisch passiert, das checken wir jetzt. Wenn ich mit meinem Metalllöffel im Tee umrühre, dann merke ich, dass nach kurzer Zeit der Löffel heiß wird. Und zwar hier oben, also da, wo eigentlich gar kein heißer Tee mehr ist. Das gleiche passiert auch bei Kochtöpfen. Wenn die auf der heißen Herdplatte stehen, dann leiten sie die Wärme ruckzuck weiter und das Essen wird warm. Also wir können schon mal festhalten, Metalle, so wie dieser Metalllöffel hier, sind super gute Wärmeleiter. Aber was genau macht Metalle zu so guten Wärmeleitern? Wenn man sich ein Metall ganz genau anschaut, dann sieht man, dass das sehr, sehr geordnet aufgebaut ist. Die Atome im Metall sind wie in einem Gitter angeordnet. Sie sitzen da an ihren festen Gitterplätzen und schwingen ein kleines bisschen um ihre Ruhelage herum. Und wenn die Energie größer wird, das heißt, wenn die Temperatur hoch ist, dann schwingen diese Atome umso heftiger. Diese Wärmeleitung funktioniert bei so einem Waffeleisen hier verdammt gut, denn damit kann ich mir richtig leckere Waffeln machen. So, schön Teig drauf und einmal zu. Und es dampft sogar ein kleines bisschen, denn dieses Eisen ist verdammt heiß. Aber ich habe mir meine Finger gar nicht verbrannt. Ich habe überhaupt keine Brandblasen bekommen. Denn der Griff hier ist aus Kunststoff. Und Kunststoffe haben keine so hohe Ordnungsstruktur wie Metalle. Deshalb leiten sie die Wärme auch nicht so gut weiter. Und ich kann das hier anfassen, ohne mir die Finger zu verbrennen. Also Zusammenfassung, Metalle haben eine hohe Ordnungsstruktur, leiten Wärme ganz gut. Und Kunststoffe, Holz und so weiter haben keine hohe Ordnungsstruktur und isolieren gegen Wärme. So, nächstes Experiment. Was glaubt ihr passiert, wenn ich diese schicke Daunenjacke hier anziehe? Wird mir kalt oder nicht? Klar, natürlich hält so eine Daunenjacke richtig schön warm. Und warum? Hier sind jede Menge luftige Daunen drin. Das merkt man, weil man diese Jacke auch richtig schön zusammendrücken kann. Das heißt, da ist wahnsinnig viel Luft drin und Luft ist ein richtig schlechter Wärmeleiter. Denn Luft ist ein Gas und in Gasen sind die Moleküle, also die Teilchen, die das Gas ausmachen, sehr weit auseinander. Die können die Wärme nicht so gut abtransportieren. Wenn ich jetzt also so eine schöne Daunenjacke anziehe, dann wird die Wärme, die ich selber produziere, nicht so schnell an die Umgebung abgegeben. Das ist also ein richtig guter Isolator. Eine Schneeschicht ist übrigens auch ein richtig guter Isolator. Und das Prinzip ist genau das gleiche wie bei so einer Daunenjacke, nur ist beim Schnee die Luft zwischen den Eiskristallen eingeschlossen. Und weil Luft so ein schlechter Leiter ist, isoliert die Schneeschicht super gut. Und ich kann euch noch einen kleinen Funfact zeigen. Diese Schneeschicht hier ist ungefähr 20 cm dick und die isoliert so gut, dass der Boden unter der Schneeschicht bis zu 20 Grad wärmer ist als die Luft hier oben, weil das so gut isoliert. Also, wir wollten klären, wie wird Wärme übertragen. Und das können wir jetzt beantworten, nämlich mit der Wärmeleitung. Metalle sind gute Wärmeleiter, Kunststoffe beispielsweise sind schlechte Wärmeleiter. Sie isolieren gut. Aber es gibt noch zwei weitere spannende Methoden, mit denen Wärme übertragen werden kann. Und zwar mit Wärmestrahlung und Wärmeströmung.